5, 4, 3, 2, 1, 0. So, dieses Bett gehört Kip. Ja, und das nehmen wir auf. So, und da sind wir wieder. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, das kann man hier jetzt auch machen. Ich hab's schon wieder vergessen, wie die Tastaturbelegung ist. Ja. Nee, das war's nicht. Dat. Mit F. Jupp, probieren wir es aus. Ja. Elton, ich hoffe, du hast nicht auf mich gewartet. Oh je, sorry. Mach einfach weiter. Der ist beschäftigt. Um sich an den vorbei. Ich glaube, wir müssen zu unserem Geheimagenten. Ach, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Oh Mann. Ah ja. Müssen wir jetzt aufs Dach hoch? Oh, wir können doch jetzt fliegen, oder? Nein! Du... Oh Mann, ich hasse das. Mülleimer kaputt machen. Kleinheit. Er ist ja Kleinheit. Ich darf da wieder runter, ne? Aufstehen, Soldaten! Marschieren! Muss die... Ach, jetzt bin ich da oben? Eier finden.
Ach. Nee. Nee, da. Habt ihr Probleme, die wirklich tief vergrabenen, wertvollen Pfeilspitzen zu finden? Dann. Nein, ich will da nicht hin. Die Steuerung ist ja gigantisch von dem Spiel, ne? Nein! Schon Partner seid. James ist jetzt mein Freund. Weißt du, was das bedeutet? Nun, er trägt jetzt viel öfter saubere Unterhosen. Ja, er ist weniger schmutzig. Das gehört auch dazu. Aber vor allem kann er jetzt nicht mehr so viel Zeit damit vergeuden, mit seinen Loser-Freunden rumzuhängen. Ich mag dich nicht. Ah ja. Sollen wir jetzt noch mal hin? Ich hab's vergessen. Erinnerung. Ah, da. So, zu Agent Crawler gehen. Also zu Agent Crawler gehen. Okay. Ja. Agent Crawler. Wo war das nochmal? Ah, ich glaube, da muss man da rein, gell? Wohin soll ich sie bringen? Fahren wir sofort! Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Telekinese. Mit der Telekinese können wir Objekte mit dem Verstand ergreifen und dann werfen. Mach schon, versuch es einfach. Zeit, ja, den Müll rauszubringen. Ja, und wie? Pack ihn fest mit deinem Geist. Also, greif den Mülleimer mit deinem Verstand und lass ihn erst dann los, wenn ich es sage. Ja, welche Taste? Komm schon! Ich müsste halt wissen, welche... Knapp ihn dir! Taste, Q, aha. Jetzt denk daran, wohin du ihn werfen willst.
Jetzt denk daran, wohin du ihn werfen willst. Ja. Jetzt denk daran, wohin du ihn... Nein, wer hat was von fallen lassen gesagt? Ich nicht. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, das dir nicht das Gehirn rausbläst, wenn es böse wird. Ja, und wo? Also, greif den Mülleimer mit deinem Verstand und lass ihn erst dann los, wenn ich es sage. Gut. Zeit, den Müll rauszubringen. Ich hab'n. Pack ihn fest mit deinem Geist. Jawohl. Jetzt hast du ein Ziel und kannst werfen. Jawohl. Wow, guter Wurf. Jetzt. Mal sehen, ob du es durch den Reifen schaffst. Sie klingen schon wie mein Vater. Hey, ich habe nachgedacht. Warum hasst der Typ alle übersinnlich begabten Leute? Was haben wir ihm je angetan? Naja, sie haben seine ganze Familie getötet und alle Nachkommen dazu verflucht, im Wasser zu sterben. Oh. Ja. Wenn das mal kein Trauma gibt. Ja. Na und ob? Vor allem aber bin ich mir sicher, dass er selbst Psi-Kräfte hat. Ach nee. Na, daran kannst du zu Hause arbeiten. Aber jetzt die Reifen. Okay. Oh, sei bitte vorsichtig. Ja. Junge, ich teleportiere dich ganz tief in den Fels dort drüben, wenn du nicht gleich aufhörst. Pack ihn fest mit deinem Geist. Jetzt versuch das Ding durch den Reifen zu werfen. Durch den Reifen, Rasputin. Ja. Durchs Nadelöhr, wie man so schön sagt. Sei der Mülleimer. Nicht so verschämt. Genau in der Mitte durch. Komm schon. Oh, sei bitte vorsichtig. Komm schon! Schnapp ihn dir! Kann der auch mal aufhören zu babbeln? Das nervt. Also, greif den Mülleimer mit deinem Verstand und lass ihn erst dann los, wenn ich es sage. Durchs Nadelöhr, wie man so schön sagt. Oh, toller Wurf. Mach das gleich nochmal. Jetzt versuch das Ding durch den Reifen zu werfen. Durch den Reifen, Rasputin. Bingo! Okay, letzter Wurf. Durch den Reifen, Rasputin. Jetzt versuch das Ding durch den Reifen zu werfen. Ja. Ich wollte die Klappe halten. Sei der Mülleimer. Nicht so verschämt. So, und jetzt will ich dir was zeigen. Heb deinen Mülleimer auf und ziel damit auf die Seite des Wohnwagens. Ja, gern. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, das dir nicht das Gehirn rausbläst, wenn es böse wird. Auf die Seite des Wohnwagens zielen. Kabumm! Wenn man was gegen die Wand schmeißt, geht mehr kaputt, als wenn man es auf dem Boden rumkugelt, was? Oh nein, schon wieder ein Zensor. Ja, wie ist denn das hierher gekommen? Wir haben sehen die Glück. Immer aus wie Rechtsanwälte. Warum haust du ihm nicht die praktische Mülltonne auf den Kopf? Komm schon, verwende Telekinese, heb die Mülltonne auf und wirf sie nach dem Zensor. Komm schon. Ja. Verwende Telekinese ins Schwarze. So wie es aussieht, hat der Müll ihn rausgebracht. Als nächstes arbeiten wir an deinen schlagfertigen Bemerkungen. Oh, da ist noch ein bisschen was. Wollen wir mal speichern erstmal?
das rüber. Oder warte mal, kann man es telekinetisieren? Ja! Nice! Tju! So, war's das? Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, das dir nicht das Gehirn rausbläst, wenn es böse wird. Ja. Ei, ei. Kann man ja so unentspannt sein. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Ich möchte zum Lagerfeuerbereich. Sie sehen so süß aus in diesem Hausmeister-Outfit. Uns mal unsere Saschas fortgeschrittenen Training absolvieren. Ach du liebe Zeit. Oje, oje. Wo war das nochmal? Warnung. Hier geht's zur geodätischen Psychoisolationskammer. Eintritt strengstens verboten. Einsammeln. Das mache ich hier auch. So. Steht da immer noch jemand? Nee. Ich frage mich, ob das auch was zu bedeuten hat, dass die... Oh, falsche Taste. Was die anderen Kinder da immer so reden. Oder ob das einfach so random ist. Hör mal. Ja, also jetzt komm. Probleme mit geistigen Spinnweben? Hier im Laden im Haupthaus gibt es doch Spinnwebentferner. Ihr solltet schnell zuschlagen, bevor sie alle ausverkauft sind.
Hole ich mir auch gleich. Beeindruckend. Jetzt absetzen. Hä, warte mal. Kann ich mit dem nicht reden? Aha. Gut. Ich bin jetzt ein ausgebildeter Schweber. Es kann losgehen. Ich habe ein paar Tests gemacht. Der sensible Schaltkreis des Gehirnmixers nimmt jede Menge Interferenzen auf. Das ist zu gefährlich. Die Gedanken eines anderen Wesens überlagern deine auf zahlreichen Ebenen. Das erklärt auch die seltsamen Dinge, die du gesehen hast. Ich muss das Experiment abbrechen, bis ich mehr weiß. Sascha, wir haben keine Zeit. Meine Vision von Dogen ist schon wahr geworden. Den anderen passiert dasselbe, wenn wir der Sache nicht schnell genug auf den Grund gehen. Aber wir wissen bisher nicht, wo die Fremdprojektionen herkommen. Gibt es einen schnelleren Weg, das festzustellen, als mich da reinzuschicken? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir können anscheinend nur dahin, wo Saschas Schießstand. Sascha. Gehirnexperiment. Ah, ich weiß nicht mehr, wo Milas Tan. Ah, okay. Das ist überall da, wo wir schon gewesen sind, anscheinend. Da geht's wieder zurück. Also das kann man nicht aufmachen. Zum Gehirnmixer in Saschas Labor zurückkehren. Ja, und dann? Saschas Schießstand. Das sind doch Sachen, wo wir schon gemacht haben. Und die anderen Türen, wo zu sind, haben wir noch nicht gemacht. Weil da ist Milas Tanzparty und das ist Gehirnmixer-Experiment. Ach, gucken wir mal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Komm her.
Waren wir da nicht schon? Marinieren. Ah, da ist noch was. Danke. Ah ja, wir haben eine Tasche glücklich gemacht. Tasche haut ab. Hallo? Heute die Eier, morgen die Welt. Es scheint die Sonne. Die Eier brutzeln in der Sonne. Jetzt schlüpft was aus. Und läuft durch die Sonne. Und geht zu den Fischen. Und reitet auf einen Fisch. In die große, weite Welt. In eine Stadt. Oder Vergnügungspark. In einer Teetasse. Oder Kaffeetasse. Plötzlich macht's brrscht. Heute die Eier, morgen die Welt. Oh Mann, was war denn das? Ich sehe hier lauter verrücktes Zeug, Sascha. Das kann nicht stimmen. Ach, warum habe ich nur den billigen Gehirnmixer gekauft? Ja, man muss heute sporen. Sich. Da gut ab. Ah, Moment. Komm an deine vorbei. Fliegen und schweben, ne? Das funktioniert hier ja auch. Ja, ja. Okay. Autsch. Was ist denn das? Albträume. Denk mal, ich muss hinter diesem Hasen her, ne? Nee, da geht's nirgends hin. Hä? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nirgends. Das verstehe ich jetzt nicht. Der Sascha, der hätte mir jetzt schon gesagt, wenn ich fertig bin oder so. Hm. Ich hab gedacht, ich muss dem Hasen daher, aber da war gar nichts mehr. Mal gucken. Hinter diesem Stück vergammeltem Gammelfleisch-Dings. Dieser Hase, nicht runterfallen, nein, nicht runterfallen. Da ist doch dieser Hase hingehobbelt, aber dahinter, da geht's doch nirgendwo mehr hin. Muss ich dahinter? Hä?
Spiel verwirrt mich einfach total. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wir gehen mal in die Richtung. Ja, wir gehen mal in die Richtung. Es gibt ja auch keinen Ausgang, jetzt keinen offensichtlichen. Ja, ouch. Na, geh her. Sind die jetzt her? Ah! Ah, wenn ich einen Spinnwebensauger habe, kann ich das irgendwie noch wegmachen, aber... So, mit Schmackes. Und Karabo. Ah, da heult noch jemand. Da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch. Irgendwo hat auch jetzt jemand geheult. Wo war, wo ist es? Ach Mann. Wie doof ist das? Ich höre es nur, ich sehe es nicht. Komisch. Wo bin ich? Ha, diese Tasten sind aber... Ach ja.
man es jetzt wiederholen. Muss ich vielleicht da. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das sind wir. Da bin ich doch herkomme. Da bin ich doch herkomme. Also wo muss ich hin? Oder muss ich da wieder rein? Nee, das ist doch Quatsch. Muss ich in diesen Wirbel da rein? Quatsch. Oh Mann, wo ist es? Da bist du! Komm nicht dran. Oh. Alter Schwede! Und wieder eine Tasche glücklich gemacht. So, und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Oh! Ich hoffe, das war jetzt nur so ein Gimmick und nicht jetzt irgendwas. So, da ist noch irgendwo eine Tasche. Ich hör's noch weinen. Aber wo? Hä? Ah.
Muss ich da hoch? Muss ich da hoch? Geh doch her. Ach, da. Danke. Muss ich da hoch oder nicht? Na gut, da oben kann man mit den Druckbildern zum Looten. Also eigentlich müsste man da hochkommen. Na, da hochklettern. Oh Mann, das macht mich mal wieder wahnsinnig. Die Steuerung, oh Gott! Ich will doch da hoch bloß. Da rutscht mal ab. Oh, das ist so richtig saudoof gemacht. Kriegt aber auch keinen Tipp, ne? Also es ist, man kriegt da auch nicht irgendwie gesagt, ah, du musst da hin oder da hin. Und das. Scheißdreck, ach Mann. Ach ja. Da. Ja. Oh, ist das nervig. Wir hätten die Tasche ja halt auch einfach da hinstellen können, dass man das Level abschließen kann. Was muss man das jetzt wieder so unnötig blöd kompliziert machen? Ich denke jedenfalls, dass man da hoch muss. Aber man kann auch nicht einfach hochlaufen oder so, das wäre ja zu einfach. Weil wir sind hier ja bei Psychonauts, ne? Ach du meine Fresse. Der springt halt auch nicht sauber hoch gerade, sondern der rollt. Ah, der rollt halt. Ja! Der rollt halt immer so weg. Das ist. Na, also. Ja. Vor allem, warum hat er sich jetzt deaktiviert? Oh, ich bin kurz davor, das Spiel jetzt einfach komplett abzubrechen. Es macht einfach keinen Spaß. Das ist so doof. Das, die Taste wollte ich gar nicht drücken. Ich muss da hoch anscheinend, aber wie? Ah! Oh meine Güte.
Scheiße. Och, Mann. Ne? Das ist, ich denke, man muss dieses Ding da hoch. Das da. Und dann da. Denke ich mal. Aber das erwischt man ja gar nicht, wenn man nicht hoch genug springt. Und das ist irgendwie... Und man, es wird einem auch tut mehr. Und wenn man in das Ding da reinkommt, wird die Schwebekugel schon kaputt gemacht. Das ist also echt... Nee. Was haben sich die Macher da gedacht? Haben die gedacht, ja, man hat stundenlang Zeit, an derselben Stelle da rumzuwerkeln, bis man keinen Bock mehr hat? Seine noch eine Möglichkeit. Mann, heul nicht so. Ne? Weil da kommt man ja gut hoch. Da kommt man gut hoch. Komischerweise. Also warum kommt man da so schlecht hin? Vielleicht gibt es auch da einen Weg irgendwie. Ja, und dann fällt man wieder ganz runter, muss wieder von vorne anfangen. Genau so lieben wir das, ne? Warum ist es jetzt aus? Oh. Also ich bin kurz davor abzubrechen. Das ist so ein Scheiß hier. Unnötig schwer. Das kann man vielleicht von der anderen Seite gar nicht schaffen. Ey! Ich glaub's nicht. Es war tatsächlich so. Bitte sag mir, dass das jetzt dann der Abschluss ist von diesem Level. Stufenaufstieg. Okay, nee, das ist nicht der Abschluss. Aller geistiger Müll ersortiert und danke, dass du es nicht fertig gelesen hast. So. Okay, ich bin von da gekommen. Da muss ich jetzt in die Richtung. Hin. Muss ich noch irgendwie höher oder? Hallo? Wo muss ich jetzt noch hin? Thank you.
kurz den Teleporter und das war's dann. Ja. Wohnwagen. Ah, tatsächlich. Aber... komme ich jetzt hier wieder raus? Der Wohnwagen dann für eine... ich kann nicht lenken. Nee, das will ich nicht. Was hat der Wohnwagen dann für eine... ah, da ist noch die Tasche. Geh her. Oh, wir erfahren was über uns selbst. Rasputins Flucht. Hey, im Zirkus. Wer von denen sind wir? Wer von denen ist Rasputin? Der hier? Oder das? Das da... das da oben? Okay. Ach, da! Da ist er jetzt. Da sind wir jetzt. Wir lesen die Broschüre von dem Feriencamp für Psychonauten. Aber Papa will's nicht und zerreißt es. Nein! Der Wohnwagen, das ist unser... das ist unsere Story, der Wohnwagen. Dann hauen wir ab auf dem kleinen Pferd. Und kommen zum Flüsterfelsen. Der Wohnwagen ist... der Wohnwagen, das ist unsere Story hier. Anscheinend. So. Das kollektive Unterbewusstsein. Ah, da können wir uns wieder hin. Beamen lassen. Okay. Interessant. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, der Style, der Style ist nice. Aber manche, ja. Die, manche, also da kommen wir definitiv noch nicht rein. Überall da, wo halt die Tür auf ist. Da kann man die Türen öffnen, so öffnen. Sascha ist Schießstand. Immer wieder zurück. So. Hi Sascha. Hallo? Huhu. Hi. Da. Autsch. Nee, der spricht nicht mit uns. So. Fortgeschrittenen Training absolvieren haben wir anscheinend noch nicht. Spinnwebenentferner im Laden der Haupthütte kaufen. Okay, kaufen wir mal einen Spinnwebenentferner. Jum, jum, jum.
Irgendwelche Secrets hier. Okay, dann gehen wir mal im Spinnweben-Entferner. Was wohl? Aber wo geht's nochmal da eigentlich hin? Ne, mir holt erstmal den Spinnweben-Entferner. Nicht, dass wir irgendwo landen, wo wir dann immer wegkommen. So eigentlich schneller. So. Hallo? Oh, wie kann man... Au! Ich werde deine Eingeweide rausreißen. Rost die aus ihnen machen und sie wieder in deinen Körper... Au! Schon mal ein Brandzeichen mit der Bratpfanne verpasst bekommen? Wie kann man nochmal mit den Leuten reden? Oh Mann! Ich kann nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ziel erfassen, benutzen mit F. Oh, vielleicht mit F. Hey, gibt's was Neues im Laden? Sieh dich um! Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Die sind froh, die Spinnweben los zu sein und du kannst sie gegen Psi-Karten tauschen. Okay, 800 von denen Dinger brauche ich. Und ich habe 506. Das wäre dann alles. Gut, sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. Unterstütz den Einzelhandel. Oh, Kitty. Trommelsolo, woo! Hört hart! Baby! Okay, ich kann mal Pfeilspitzen sammeln. Ei, ei, ei. Ich hoffe, ich muss in Saschas Labor nicht noch hier. Also in diesem komischen Ding. Vielleicht noch hier irgendwas. Irgendwas machen. Für 800 Spitze. Hä? Was war das? Moment, wenn wir Telekinese haben, können wir das Auto dann durch die Gegend schmeißen. Das hier einsammeln. Puh.
mal rausspringen. Nee. Keine Chance. Yes. Irgendwo was? Ah, da oben. Na. Zerschlagen kann. Vergesst nicht, die Unterlagen für die Schnitzeljagd auszufüllen. Wer die Lagereinrichtung beschädigt, wird augenblicklich hinausgeworfen. Dann wäre ich schon ein paar Mal rausgeflogen. Sitzen die noch auf dem Dach? Ah, ich wollte doch mal... Verderber. Ne, ich glaube, in Saschas Labor sind wir noch nicht fertig. Das ist irgendwie, sonst wäre das durchgestrichen. Vielleicht müssen wir doch nochmal in diesem... Dienst da irgendwie runter. Bis man da 800 hat, da hat man ja noch einiges zu tun. Wahrscheinlich kann man in diesem Unterbewusstseinshöhle oder was das ist. Hey! Oh, an dem kann man nicht vorbei, ne? Hilf! Zeugs abluten, aber trotzdem irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Was tun mit kleinem Eckelpaket? Keine Ahnung. Könntest du nicht deinen tödlichen Nerzengriff anwenden? Könnte. Aber bei so kleinen Gegnern könnte alles Blut aus Ohren laufen. Ah!
Adresse, Benny? Andererseits kennt ihr Blut von gequetschter Rumpf zu Zunge fließen. Und? Zunge schwillt, platzt und Blut fließt Keller runter. Interessant. Netter so. Mund voll mit Riesenzunge, kann nichts rein. Also mehr Ruhe. Ach, Schnauze, Benny! Geht es auch weniger drastisch? Könnte halb tätliche Nelson machen. Was denn das? Wie tätliche Nelson, aber weniger tot. Wie viel weniger? Halb. Was passiert in der restlichen Zeit? Gegner lebt und bettelt für Rest von kurzem Leben um Tod. Hey! Könnt ihr mich eigentlich hören? Maluf! Schnauze, Benny! Wirklich, Maluf! Ich entschuldige mich! Pfeif deinen Schläger zurück und ich werde dir nie wieder zur Last fallen! Weißt du, Benny, du wirst mir sowieso nie wieder zur Last fallen. Du musst also schon mehr anbieten, wenn du leben willst. Was zum Beispiel? Was meinst du, Mikhail? Was weißt du über große, haarlose Bär? Nein? Weiß nicht. Bereite Nelson vor. Hey, hey, warte! Vielleicht hab ich sowas gesehen. Ich muss mal kurz nachdenken. Wirst du gesprächig, Benny? Gleich! Es fällt mir sicher gleich ein! Okay, was müssen wir da jetzt machen? Warum mit einer Rede? Du wirst Benny nicht umbringen, oder? Schwer zu sagen. Hey, ihr Typen nehmt nicht zufällig allen Leuten hier das Gehirn raus, oder? Noch nicht, aber vielleicht sollten wir mal den Markt erforschen, damit wir wissen, ob für sowas Nachfrage besteht. Ich den noch runterholen? Kann ich dem helfen? Hey! Du Glück, Boss hatte großzügig. Oh, du Glück, Boss hatte großzügig. Nee. Dies ist die Gelegenheit, in Ruhe über dein Leben nachzudenken, Benny. Rest, Kumpel! Du musst mir helfen! Aber wie? Wie kann ich dem helfen? Kann mich nicht gut festhalten. Danke für den Auftrieb. Aber leider auch von hier oben. Kann keine Bären sehen. Kann ich den nicht irgendwo hinwerfen? Danke für den Auftrieb, aber leider auch von hier oben kann keine Bären sehen. Was versuchst du damit zu beweisen, Raz? Kann mich nicht gut festhalten. Rätsel über Rätsel. Rätsel über Rätsel. Ich kann doch den bestimmt. Danke für den Auftrieb. Aber leider auch von hier oben kann keine Bären sehen. Nee. Danke für den Auftrieb. Aber leider auch von hier oben kann keine Bären sehen. Jetzt dem zu helfen? Wie viel Rudem? Nee.
Tja, ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Rührt sich einfach nicht. Aha. Und jetzt? Aber ich... Warum kann ich denn nicht... Warum kann ich denn jetzt nicht irgendwo die schmeißen? Weißt du, Chloe, für ein Mädel, dessen Gesicht ich nicht kenne, weil es immer einen Helm trägt, bist du ziemlich hübsch. Ich bin nicht menschlich, Erdprimat. Aber du bist das weibliche Modell von was immer du auch bist, ja? Bestätige. Naja, egal. Das wird schon reichen. Was riecht hier so nach Scheiße? Ach, du bist's, Nils. Dann verschwinde mal und nimm deinen Arsch mit, bevor ich kotzen muss. Aber... Es wäre schade, wenn du deinen Hintern hier lassen müsstest, weil mein Fuß drin steckt. Also verdufte! Hi, Chloe. Wie geht's? Ich meine, was ist denn so Sache? Barbie, wir müssen wohl noch an dir arbeiten. Aha. Sind es die Haare. Interessant. Ja, tatsächlich. Wie kann ich dir helfen? Mal da irgendwie rein.
Winke wird dir nichts mehr helfen. Danke für den Auftrieb. Aber leider auch von hier oben. Kann keine Bären sehen. Danke für den Auftrieb. Aber leider auch von hier oben. Kann keine Bären sehen. Aber warum kann ich denn nicht? Ich muss den beschmeißen können irgendwie. Danke für den Auftrieb. Ja. Aber leider auch von hier oben. Kann keine Bären sehen. Vielleicht geht es nicht. Hier geht's zur geodätischen Psychoisolationskammer. Eintritt strengstens verboten. Ja, da war ich aber schon ein paar Mal drin. Ah, da gibt's noch Sachen. Einzusammeln. Hirschholzpfeife. Oh, ein Pfeifchen. Oh, man muss wirklich direkt vor den Dinger stehen, ne? Das ist ja das Wasser. Ich hab gedacht, da ist was. Ach. Na danke. Wird auf diese blöde falsche Taste gedrückt. Du hast genügend Psi-Karten gesammelt, um eine Beiratsierung. Okay. Alles klar, Chef. Gibt's da oben noch irgendwas? Oh, was ist denn das? Das mit dem Flugballon da, das ist echt nicht ausgereift hier. Drücke ich mich mal wieder. Nein. So. Um.
will doch. Okay, lassen wir das mal, das wird jetzt eh zu frustrierend. Wir haben ja auch anscheinend genug eingesammelt von dem Kram. Yep. Tja. Das irgendwas? Nee, die Psy-Karte hole ich jetzt nicht. Weil, ich habe das Gefühl, das brauchen wir jetzt nicht so akut. Aber wo muss ich jetzt hin? Wohin soll ich sie bringen, Agent Kraller? Oh, ich versuche nochmal. Ich will zum Parkplatz. Ich hoffe, Sie verlassen uns noch nicht, Sir. Ein Gegenstand zu werfen oder zu. Ja. So, können wir das anpeilen? Also, wir können den schwebende Bulli da nicht befreien. Wir können uns noch keinen Spinnwebensauger kaufen. Oh, wir sind doch. Mit diesem Sascha-Ding sind wir doch schon fertig. Da war doch gar nichts mehr. Thank you.
Moosbrühe mehr sind diejenige, mehr, also Rasputin ist derjenige, wo da Ali dann auch befreien muss oder helfen muss. Aber wie? Was muss man da jetzt noch machen? Nee, da wird. Jo. Danke, da wollte ich nicht hin. Wir gucken, ob die noch auf dem Dach sitzen. Keiner. Hä? Seltsam. Die haben ihren ganzen Krempel hier liegen lassen. Was ist bloß mit ihnen passiert? Okay. Sag mal, dieser Bulli mit seinen komischen Haaren, der war doch vorhin dann weg. Ist der jetzt da unten? Also bei dem... Ist der jetzt da auch unten weg oder steht er wieder da? Aber ja, es wird dieser Hinweis, es sind vielleicht die Haare. Anfangen. Geil. Gut, ins Wasser soll man nicht wissen wir auch, was passiert, wenn man ins Wasser fällt. Schön. Ach ja. Okay, mit dieser wunderschönen Aussicht auf den See würde ich für hier dann Schluss machen. Ich komme im Moment nicht weiter. Bin auch müde. Was ist
denn das? Da oben schweben ja auch Psi-Karten. Gucken wir vielleicht doch noch irgendwo hin. Vielleicht. Okay. Comic-Heft. Ach, wie geil. Da muss man sich bestimmt hinschwingen, oder? Ja. Ey, wenn das jetzt aber nichts gebracht hat. Führt ein Weg nach nirgendwo. Ich kann wirklich, Leute hochheben, aber ich kann sie nicht irgendwie wegwerfen oder wegschleudern oder so. Ha. Ach, da oben ist auch noch was. Kann ich da hochklettern? Tatsächlich. Höher geht's nicht. Okay. Geh mal wieder ans Wasser runter und. Ja. Ja, kann ich. Aber ich kann ihn nicht. Doch. Warum geht es jetzt plötzlich? Aus. Also wenn es mit der Möwe geht. Vielleicht habe ich irgendwas. Das war dein letzter Fehler. Hoffe, du hast dein Testament gemacht. Ging das dann mit der Möwe? Okay, das war lustig. Und jetzt setzt du mich ab! Nee, da geht's jetzt wieder nimmer. Mit D? Mit D ist es Gange. Hm.
war dein letzter Fehler. Hoffe, du hast dein Testament gemacht. Nee. Oh, hoffnungslos. Da komme ich nicht weiter. Wie lange geht's mit den anderen Armut? Mit dem anderen auch nicht. Alles, was sich anpeilen lässt, aber anscheinend nicht menschlich ist. Ja, da geht's. Also, ich fühle mich hier oben wirklich recht unwohl. Vielleicht aus einiger Entfernung? Nee, geht nicht. Was bedeutet das? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, was so muss man noch machen. Saschas fortgeschrittenen Training absolvieren. Gut, dann gehen wir jetzt dahin. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas machen. Wohin soll ich sie bringen, Agent Krall? Gibt's da einen direkten Zuweg? Bring mich zu den Wohnhütten der Kinder. Jo. Mit Vergnügen. Es ist spät. Geh mal in die Wohnhütte ins Bett. Ich. Ja. Psychonauts, ein tolles Rätselspiel. Oh. Aha. Können wir da losfördern? Was hörst du dir da an? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas, das aus diesen Lautsprechern kommt, erinnert mich an meinen Albtraum. Hier werden allerlei Gehirne geklaut. Ich dachte, du solltest Bescheid wissen. Rasputin, nicht jetzt! Hey, sei nicht so kindisch, Rasputin. Ja. Habt ihr jetzt so? Sei nicht so kindisch, Rasputin. Hey, hier werden allerlei Gehirne geklaut. Ich dachte, du solltest Bescheid wissen. Rasputin, nicht jetzt. Warum bleibt die schweben?
Ist es ein Bug oder ist es Absicht? Oh Gott, ich kapier's nicht. Ist da noch jemand drin? Nee. Ich kapier's nicht. Das Spiel verwirrt mich total. Ist da oben noch jemand? Sie werden niemals glauben, was ich gemacht habe. Jetzt hör mal zu. Ich bin an einer sehr kritischen Stelle in meinem Lehrplan. Beinahe passt alles zusammen. Ich habe jetzt für nichts anderes Zeit. Verstanden? Jawohl, Sir. Ich sage dir schon Bescheid, wenn ich bereit bin, das Potenzial deines Gehirns wirklich zu nutzen. So, und jetzt zum letzten Mal, Gefreiter. Wegtreten! Was zum... alle Achtung vor deinem Hirn, Bursche! Wenn du es behalten willst, solltest du mich jetzt absetzen. Okay. Okay, das hier hat man sieht sich in der Hölle. Aha. Nee. Ich würde sagen, wir machen verrückt. Schwebt die jetzt immer noch? Ja. Kleinheit. Wer ist hier Kleinheit? Also, dann sage ich für heute gute Nacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ich hoffe, ich habe auch aufgenommen. Wenn nicht, dann rede ich jetzt gerade mit mir selber. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Und man sieht sich wieder bei Psychonauts, wenn ich herausgefunden habe, wie das Spiel weitergeht. Tschüss.